im Iran. Es hat gute, insgesamt, wie lange hat es gedauert? Dreieinhalb Stunden hat es gedauert insgesamt. Die armenische Seite war schon ein bisschen nervig. Also eigentlich der Papierkram ging relativ schnell, Passports wurden relativ schnell gecheckt, aber dann standen wir eine gute Stunde vor einem verschlossenen Gate. Die iranische Seite war, ja, um es nett zu sagen, ein bisschen anstrengend. Also wir haben gute 2 Stunden einfach rumgesessen und darauf gewartet, dass unser Karnet gestempelt wird. Auch die Pässe, das ging relativ schnell, aber das mit dem Karnet, das hat echt lange gedauert. Und man konnte nicht so richtig verstehen, warum. Also es war nicht so ganz durchsichtig, der ganze Prozess. Aber jetzt sind wir hier. Das kann ich gar nicht zusammenfassen, es ist zu viel auf einmal passiert und es hat gar nicht mehr aufgehört. Ja. Aber um es irgendwie zusammenzufassen, wir sind gerade in Marand im Iran. Wir sind also irgendwie 1,5 Stunden hinter der Grenze von Armenien, sind gerade also eingereist und wollten uns als ersten Akt wie immer eine SIM-Karte kaufen, damit wir mit euch Kontakt halten können und hier Google Maps und so, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Um uns eine SIM-Karte zu kaufen, mussten wir erst Geld wechseln. Und wir waren in Marand und haben dann jemanden gefragt, ob er uns sagen kann, wo hier eine Geldwechselstube quasi ist, weil alles ist hier in persischen Schriftzeichen geschrieben und wir konnten das entsprechend nicht lesen. Also haben wir jemanden gefragt. Und diese Person hat uns mit Nettigkeiten überhäuft. Er hat erst darauf bestanden und wir konnten ihn nicht davon abbringen, dass er uns selber in seinem eigenen Auto zur nächsten Wechselstube fährt. Dort haben wir dann Geld gewechselt. Dann hat er darauf bestanden, dass wir die SIM-Karte auf seinen Namen gebucht bekommen, kaufen, weil das einfach sehr viel einfacher vom Prozess her ist. Hat uns das alles erklärt und mit dem netten Herrn vom Telefonladen alles geklärt, der eben auch kein Englisch gesprochen hat. Dann waren wir kurz davor, wirklich zu verabschieden und hatten schon eine Abendessen-Einladung ausgeschlagen, weil wir eigentlich möglichst schnell schlafen wollten. Aber er hat dann noch darauf bestanden, dass er uns aus der Stadt, dass er uns rausleitet. Er ist vor uns hergefahren bis zur großen Straße raus aus der Stadt, weil er sagte, er fährt da eh hin. Kurz bevor er uns quasi hat fahren lassen, hat er uns aber nochmal rausgewunken und hat darauf bestanden und es gab kein Nein, wir konnten nicht Nein sagen, dass wir jetzt doch noch mit ihm einen Tee trinken. Und dann saßen wir hier gerade mit seinen Bekannten. Oh, ich muss mal kurz. Dann saßen wir gerade mit seinen Bekannten und Freunden am Straßenrand in einem Teeladen, haben Tee getrunken. Saßen jetzt bestimmt eine halbe Stunde, haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Wir haben Tee bekommen, wir haben irgendwie hier Snacks bekommen. Wir fingen an mit Sonnenblumenkernen. Wir haben Sonnenblumenkernen. Es ging weiter bekommen. Mit kleinen Waffeln. Hin zu Chips. Snacks, ja. Und der krönende Abschluss war dann, dass er uns seinen Rosenkranz geschenkt hat. Und wirklich, wir haben alles versucht, ich bin nicht gut darin, Nettigkeiten anzunehmen, grundsätzlich. Ich habe versucht, wirklich alles auszuschlagen, aber es gibt einfach kein Nein, keine Chance.
du ein richtiger Tiger. Irgendwie umdrehen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Ja, moin und hallo. Ich dachte, wir melden uns mal wieder. Heute ist der 5. Tag im Iran, in diesem wundervollen Land. Wir sind soeben an unserem Campspot angekommen, den wir für die Nacht auserkoren haben. Der liegt in der Nähe von Kaschan. Das ist eine Stadt etwa 300 Kilometer südlich von Teheran. Wir haben also schon ganz schön viel Strecke gemacht in den letzten Tagen. Nachdem wir im Nordwesten des Landes eingereist sind, von Armenien aus, sind wir eben ganz, ganz fix bis nach Teheran durchgefahren. Was notwendig war, weil wir da unsere Visa für Turkmenistan beantragen mussten oder wollten. Turkmenistan ist das Land, in das wir als nächstes fahren wollen und ist das einzige Land auf dem Weg nach China, für das wir noch kein Visum haben. Und wir konnten es eben erst hier beantragen und jetzt drücken wir ganz fest unsere Daumen, dass wir nicht abgelehnt werden. Denn man hört immer mal wieder Fälle von Leuten, die ohne Grund abgelehnt wurden. Und ja, da hoffen wir natürlich, dass uns das nicht passiert, denn wenn das passiert, müssen wir unsere Route doch sehr deutlich anpassen. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass das nicht passiert. Nachdem wir das Visum beantragt haben, haben wir uns in den letzten 2 Tagen natürlich auch noch ein bisschen Teheran angeschaut. Auch eine sehr coole Stadt, eine 15 Millionen Einwohner-Metropole, sehr, sehr viel Trubel, verrückter Verkehr. Jetzt ist es schön, endlich mal wieder raus zu sein. Wir sind runter in den Süden gefahren des Landes. Das ist was, was wir in den nächsten 1-2 Wochen immer weitermachen wollen. Wir wollen weiter und weiter in den Süden. Wir müssen mal schauen, wie weit das geht. Das ist am Ende des Tages abhängig von den Temperaturen, denn wir haben Sommer und Sommer im Iran ist sehr, sehr heiß. Wir haben jetzt gerade, das Auto hat 34 Grad gesagt. Wir haben aber auch schon kurz vor 7 abends. Als wir gerade in Kaschan waren, war das Thermometer bei 39 Grad. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Müssen wir mal schauen, wie weit wir es also runter in den Süden schaffen. Normalerweise trage ich bei 34 Grad natürlich kein langärmeliges Hemd. Aber das liegt daran, wir waren gerade in Kaschan in der Moschee. Und da gibt es eben eine gewisse Kleiderordnung für Männer. Langärmeliges Shirt, lange Hose, geschlossene Schuhe. Aber ich bin nicht der, der sich da beschweren kann, denn Tina ist natürlich die, die so richtig leidet. Die muss natürlich auch alles eh langärmlich haben, aber auch Kopftuch und einen kompletten Schleier und irgendwie 3 Schichten. Das ist bei 39 Grad schon eine echte Herausforderung, aber so ist eben die Religion hier und dem muss man sich dann natürlich fügen.
Jetzt springe ich in meine anderen Klamotten und dann schlagen wir hier so richtig unser Camp auf und genießen den Ausblick auf die wundervollen Berge da hinten und lassen es uns weiter gut gehen. Was machst du? Tu mal so, als würdest du arbeiten. Beweg mal die Maus.
Vampire. Wir sind gerade in der Lut Desert im Südosten des Iran. Einem der heißesten oder eigentlich dem heißesten Ort der Welt, denn hier wurde die heißeste jemals gemessene Temperatur gemessen. Knapp über 70 Grad hat die NASA in der Lut Desert gemessen. Wir sind so ein bisschen an den Outskirts gerade, deswegen hier geht's. Wir haben gerade nur 33 Grad, das ist gut. Wir hatten vorgestern in der Lut Desert 43 Grad. Und das war abends um 7. Wir sind nämlich extra jetzt spät reingefahren, damit wir es aushalten konnten. Naja, jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Mashhad. Das ist eine große Stadt im Nordosten des Iran, von wo wir dann nach Turkmenistan einreisen können. Denn gestern haben wir endlich die frohe Kunde erfahren, dass unsere Visa approved wurden, also zugelassen wurden. Wir können sie also jetzt in Mashhad tatsächlich abholen und tatsächlich nach Turkmenistan einreisen. Ist nur ein Transitvisum, also wir bekommen 5 Tage, um das komplette Land einmal zu durchqueren. Aber immerhin können wir das tun, denn das habe ich auch schon mal gesagt, ansonsten hätten wir wirklich extrem große Umwege fahren müssen durch Pakistan oder sonst irgendwoher. Und das ist gut. Juhu. So, das, was ihr hier jetzt gerade seht, das sollte eigentlich unser letzter Campspot werden vor Mashhad, bevor wir unser Turkmenistan-Visum abholen und dann weiter nach Turkmenistan reisen. Wir hatten auch eine super gute, ruhige Nacht. Leider stand dann am nächsten Tag um 11 Uhr ungefähr die Polizei vor unserer Tür. Und das war nicht so ein schönes Erlebnis. Wir wurden relativ rough behandelt. Unterstützt dadurch, dass sie mit Kalaschnikow bewaffnet waren. Genau, sie waren schwer bewaffnet und haben direkt Zugang hier zu unserem Van gefordert. Und dann wurden alle Schubladen, alle Schränke wurden durchsucht. Es wurde wohl anscheinend nach einer Waffe auch gesucht. Wir wurden auch gefragt, ob wir eine Waffe haben. Unsere Pässe wurden kontrolliert. Und dann wurde unsere Kamera komplett einmal durchgesehen, alle Fotos wurden durchgeguckt. Alle 3 Kameras, die wir haben. Erstmal haben sie... Erst 2 und dann haben sie noch die 3 gefunden. Genau. Und ich wurde auch mehrfach dazu aufgefordert, mir endlich einen Mantel überzuziehen. Und dann wurde gesagt, wir sollen ihnen doch jetzt bitte auf die Polizeiwache folgen. Das haben wir dann auch gemacht. Natürlich. Und auf der Wache hatten wir das Gefühl, wurde dann erstmal festgestellt, dass wir keine Türken sind, wie sie wohl anscheinend angenommen haben. Wir sehen auch einfach aus wie Türken, ja, muss man sagen. Es ist naheliegend. Muss man wirklich sagen. Ja. Also wir haben natürlich nichts verstanden. Die konnten auch so gut wie kein Englisch. Wir können kein Farsi. War das mit der Verständigung auch ein bisschen schwieriger, aber unsere kompletten Kameras wurden nochmal abgenommen, wurden mitgenommen und wir saßen dann auf diesem Revier und haben darauf gewartet, dass uns endlich gesagt wird, was wir eigentlich falsch gemacht haben und was jetzt weiter passiert. Dann musste der Beamte, der uns mitgenommen hat, musste dann leider zu einem Special Case und hat sich wieder mal schwer bewaffnet mit seinen Mitarbeitern und dann sind die abgerauscht. Einer der Polizeibeamten ist da geblieben. Der konnte gar kein Englisch. Der konnte überhaupt kein Englisch. Wir haben aber ja zum Glück den Google-Übersetzer, der wirklich, wirklich hilfreich war in dieser Situation und auch schon vorher öfter mal. Und dann haben wir gefragt, was denn los ist und ob wir jetzt gehen können. Und dann hat er gesagt, ja, wir können gehen.
Leider hatten sie aber noch alle unsere Kameras. Ja, das hat dann nochmal so 15 Minuten gedauert. Dann haben wir unsere Kameras auch wieder bekommen. Dann wurde ein Bericht geschrieben, handschriftlich, den wir auch unterschreiben sollten. Aber wir konnten natürlich nichts lesen. Also haben wir auch nichts unterschrieben. Und dann durften wir weiterreisen. Ja, also am Ende muss man sagen, er hat gesagt so, ja, eigentlich ist nichts. Doch, er hat gesagt, wir standen auf Private Property, ja. Was dann natürlich okay ist, ja. Aber irgendwie nichts Wildes. Und ja. Dann durften wir gehen und es wurde eine gute Reise gewünscht. Ja. Aber war natürlich trotzdem nicht so das beste Erlebnis, was wir hatten, so gerade jetzt nochmal ganz am Ende. Nee. Und es hat so ein bisschen unterstrichen, Land und Leute hier im Iran finden wir wahnsinnig gut, haben wir uns rein verliebt, ist ein Traum. Ja. Das ganze Regime und Polizeiapparat, was da dran hängt, dem stehen wir so ein bisschen kritisch gegenüber, das hat das eben nochmal unterstrichen, aber es ja, ist wie es ist. Ja. Ja, jetzt haben wir hier aber einen richtig guten Campingplatz gefunden an so einer Straße, die anscheinend überhaupt nicht mehr genutzt wird. Also hier ist gestern einmal ein Motorradfahrer vorbeigekommen. Ansonsten stehen wir hier komplett alleine und ja, konnten jetzt nochmal die Zeit nutzen, hier die Videos vorzubereiten, Blog-Eintrag vorzubereiten. Und morgen geht es dann weiter nach Mashhad, dann holen wir das Turkmenistan-Visum ab und dann geht es weiter nach Turkmenistan. Ja, da werden wir uns erstmal nicht melden, denn also wir haben ein Transitvisum bekommen, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, 5 Tage. Wir düsen einmal quer durchs Land, da lohnt es sich für uns nicht, eine SIM-Karte uns zu besorgen. Wir werden uns also dann im Anschluss irgendwann mal aus Usbekistan melden oder aus Tadschikistan, je nachdem wann es die Zeit- und Internetverbindung zulässt. Ja. Und ja, damit kommen wir zum Schluss. Kurz Fazit, Iran, wie gesagt, es hat uns richtig, richtig gut gefallen. Ja. Wir können nur jedem ans Herz legen, der die Gelegenheit hat, hier mal hinzukommen und sich selbst davon zu überzeugen, ja. wie Land und Leute hier ticken. Die Konnotation in den Medien, wenn man Iran hört, ist ja immer ein bisschen negativ, auch jetzt gerade wieder mit den Drohnengeschichten USA und Co. Aber... ja, die Leute hier sind super herzlich, super gastfreundlich. Wir haben uns hier super willkommen gefühlt, hatten eine richtig schöne Zeit. Ja. Und ja. Ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in Usbekistan.